Nächtliches Zypressenbild, eine Hommage an Italien und die Natur. Es ist das älteste Bild der Ausstellung Joseph Beuys Einwandfreie Bilder 1945 bis 1984. Die 200 Papierarbeiten sind zwar in Themenbereiche eingeteilt, über allem weht jedoch vor allem Goethes romantische Naturphilosophie. Die Ursubstanz bestehe aus Materie und Geist. Beuys versucht nun über die Kunst, den verloren gegangenen Geist zurückzuholen. Wichtig sind Materialien wie Filz oder Fett. Filz ist ein Wärmeisolator und Fett ist ein Wärmespeicher. Und weil Fett auch seine Konsistenz oder seinen Zustand verändern kann, je nachdem, ob es erwärmt ist oder kalt ist, ist es für ihn ein ganz wichtiges Material, weil es formbar ist und weil es sozusagen als das Material seiner plastischen Theorie steht. Diese Theorie stellt er in seinen Partituren, eigentlich Vorarbeiten für seine politischen Werke, in Formeln dar. Aus sogenannter Braunkreuzfarbe formt er Dreiecke, Symbol der Ordnung. Zum Beispiel enthalten diese Partituren oftmals Diagramme, die immer wieder bei Beuys auftauchen, die seine plastische Theorie erläutern. Diese plastische Theorie besagt, dass die ungeordnete Form im Urzustand durch Wärme und durch Energie und Bewegung zur geordneten Form wird. Und eigentlich ist das sozusagen die Formel, die er über alles drüber legt. Ordnungsversuche, die er wohl auch bei der Erziehung seiner Kinder versucht. Im Bereich Zusammenarbeit mit Wenzel zeichnet der fünfjährige Sohn das nach, was der Vater vorgibt. Das Jahr 1966. Wie er mit Erziehung umgeht, wie er seine Kinder erzieht und wie er ihnen sowas wie Autorität oder auch Autorschaft nahebringt oder ob er ihnen eher eine Dekonstruktion dieser Dinge vermittelt. Also das sind sicher schwierige Fragen, vor denen Joseph Beuys und seine Frau Eva gestanden haben in dieser Zeit. Und vor diesem Hintergrund liest sich dieses Blatt eigentlich sehr schön, wo Joseph Beuys zusammen mit seinem Sohn Wenzel also zeichnet und der Sohn aber das kopiert oder abschreiben soll, was der Vater vorgegeben hat und dann aber doch sein ganz eigenes Werk daraus macht. Zurück zur Natur. Der Mensch ist Teil davon, aber auch vom überirdischen, ätherischen, das heißt den spirituellen Bereichen. Ich bin kein Mensch, ich bin ein Hase, so sagt Joseph Beuys. Der Hase ist für ihn das absolute Erdentier. Der Hase hat nicht nur die Fähigkeit, wahnsinnig schnell zu fliehen und zu laufen und Haken zu schlagen und dadurch seine Verfolger in die Flucht zu schlagen und zu täuschen, sondern er kann sich auch in die Erde eingraben. Und diese Verbundenheit mit der Erde war für Joseph Beuys einfach wahnsinnig wichtig. Tiere vertreten die Natur schlechthin, meint der Künstler. Die Ausstellung Joseph Beuys Einwandfrei Bilder 1945 bis 1984 ist noch bis 18. März nächsten Jahres im Limbachhaus zu erleben. Übrigens, Hasengrab, eine Materialanordnung zum Thema, ist parallel dazu dauerhaft im Obergeschoss in Beuys Skulpturenausstellung zu sehen.